FN Creator Event 2023. Ich kommentiere euch unsere erste Reiteinheit bei Christoph Hess. Ich habe ja schon Follow Me Around vom ersten Tag hochgeladen und hier kommt eben die entsprechende Reiteinheit. Es ging erstmal darum, dass Lulu lernt, selbst die Anlehnung und die Balance zu suchen und zu finden. Und ihr seht es, ich musste am Anfang ganz, ganz viel außenrum reiten. Ich sollte erstmal keinen Druck am Gebiss kriegen. Christoph Hess hat immer wieder betont, dass die innere Hand nur Dekoration ist und ich sollte dann irgendwann dazu übergeben. Hier bin ich natürlich vorher schon reichlich Schritt geritten und getrabt, an den langen Seiten zuzulegen, die Galoppsprünge zu verlängern und dann aber in den Ecken überzustreichen, um Lulu nicht zu sehr zu helfen in den Ecken und sie gleichzeitig auch nicht zu sehr zu stören, zu blockieren. Und Lulu hat das richtig, richtig gut angenommen. Für mich war es erstmal sehr ungewohnt, so zu reiten. Ich versuche zwar schon sehr zügelunabhängig zu reiten, aber so im Alltag neigt man ja doch dazu, zwischendurch doch mal am Zügel ein bisschen zu zuppeln, wenn das Pferd vielleicht noch nicht direkt am Zügel geht. Aber Christoph Hess hat nochmal betont, wie wichtig es ist, dass die Pferde erstmal selber die Anlehnung suchen. Ihr seht, ich hatte einen Springsattel drauf, wir hatten nämlich eine Springeinheit, haben aber erstmal ganz, ganz viel überhaupt am Trab und Galopp gearbeitet, weil Christoph erst gesagt hat, dass das wahnsinnig wichtig ist und die Sprünge dann von ganz allein kommen. Wir haben dann angefangen, die Sprünge aus dem Trab anzureiten und haben eigentlich am Samstag nur ein paar kleine Sprünge gemacht, um eben dann so ein bisschen für Sonntag vorzubereiten. Ich sollte erst ganz oft aus dem Trab springen, was mir mega schwer fällt. Und hier auf den Videos seht ihr auch jetzt nur die Sprünge im Galopp. Und ihr seht hier, wie schief Lulu über diesen Sprung gesprungen ist. Und dazu muss man sagen, Lulu ist auf dem rechten Auge blind. Und deshalb passiert uns das ganz, ganz häufig, dass sie über dem Sprung so zur Seite wegdriftet. Und dann häufig auch im Außengalopp, also hier im Rechtsgalopp, landet. Da haben wir dann noch ein bisschen weiter dran gearbeitet und schließlich auch aufgehört, weil die ganze Einheit schon reichlich anstrengend für Lulu und für mich war.